So, Guignol hat nochmal die Startposition verlassen. Guignol und Nepal kommen zeitgleich heran für Pferdewetten.de. Großer Hansa-Preis, Europagruppe 2, dotiert mit 70.000 Euro. Alles ist startklar und die Türen haben sich geöffnet an der 2400 Meter Marke. Das kleine, aber mehr als feine Feld ist auf der Reise. Wer übernimmt zunächst einmal das Kommando in gewohnter Manier? Guignol. Guignol führt also, wo es zum ersten Mal am NH-Hotel vorbeigeht, vor Genghis Secret in zweiter Position. Dann sehen wir innen Space Cowboy zwischen den Pferden galoppiert. Nepal und am Ende des Feldes, da sehen wir aktuell Iquitos. So geht es unter dem Beifall des Hamburger Publikums am Zielpfosten vorbei in Richtung des Wandsbecker Bogens. Guignol zeigt den Weg bei ansprechender Fahrt. Vor innen Space Cowboy in zweiter Position. Außen ist das Genghis Secret. Als drittes Pferd dann die einzige Stute im Feld Nepal in vierter Position. Und am Ende des kleinen Feldes, da bleibt nach wie vor Iquitos. So geht es durch den Wandsbecker Bogen mittlerweile hindurch in Richtung der Gegenseite. Guignol hat exakt eine Länge Vorteil vor Genghis Secret. Eine Länge dahinter galoppiert Space Cowboy an der Innenseite, begleitet von Nepal, die ist aktuell vierte. Und fünfter und letzter bleibt nach wie vor Iquitos. So geht es mittlerweile die Gegenseite hinunter. Keine Positionsveränderungen. Die Jockeys sind allesamt zufrieden mit ihren Positionen, die sie innehaben. Guignol und Philipp Minarik zeigen nach wie vor den Weg, führen vor Genghis Secret in zweiter Position. Martin Seidel an der Innenseite. Daniele Porcu im Sattel von Space Cowboy. Dann sehen wir Mickey Kadedu mit Nepal und Andras Starke am Ende auf Iquitos. Zwei Drittel der Gegenseite sind längst absolviert. Das Tempo bleibt konstant, wo es in Richtung des Hornerbogens geht und Guignol nach wie vor den Weg zeigt. Guignol führt vor Genghis Secret, vor Space Cowboy, wird die ganze Zeit begleitet von Nepal und am Ende da lauert Andras Starke mit Iquitos auf die Chance. So geht es durch den Hornerbogen mittlerweile hindurch und dann kann ich Ihnen sagen, dass Space Cowboy der erste Kandidat ist, der hier in größten Nöten ist und aktuell schon ein wenig geschlagen scheint. So geht es in die entscheidende Phase hinein im Pferdewetten.de, großer Hansa-Preis 2017 und vorne die beiden versuchen einen Satz zu machen. Guignol und Genghis Secret Nepal lässt sich anfassen und nun kommt auch Iquitos so richtig ins Rollen hier mit Andras Starke mit dem Schwung. Guignol wird attackiert von Genghis Secret, Iquitos ganz an der Innenseite, Nepal hier zündet jetzt den Turm. Versucht es auf kürzestem Weg. Guignol mit Genghis Secret, Iquitos. Nepal an der Innenseite. Genghis Secret ist vorne. Genghis Secret vor Iquitos. Nepal an der Innenseite. Guignol ist geschlagen. Genghis Secret vor Iquitos. Der versucht das Blatt zu wenden. Aber Genghis Secret wird gewinnen. Mit Martin Seidel für Markus Klug. Souverän. Genghis Secret im Pferdewetten.de. Großer Hansa-Preis. Zweiter war Iquitos. Drittes Pferd war Nepal. Die lief ein sensationelles Rennen vor Guignol und letzter war Space Cowboy. Vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, den Pferdewetten.de großem Hansa-Preis. Sieger ist die 1, Genghis Secret, auf dem zweiten Platz die 3, Iquitos, dritter die 5, Nepal und vierter die 2, Guignol. Ich wiederhole, vorläufiger Richterspruch, 10. Rennen, Pferdewetten.de großer Hansa-Preis. 1 Genghis Secret, 3 Iquitos, 5 Nepal und 2 Guignol.
Ja, und da sehen wir ihn auf dem Geläuf, den vorläufigen Sieger, den beeindruckenden Sieger, so muss man es sagen, im Hauptrennen des heutigen Tages. Pferdewetten.de, großer Hansa-Preis auf Europa-Gruppe 2-Ebene entschieden. Ja, vor 12 Monaten, da war er hier im Rennen der Rennen, im deutschen Derby Dritter, lief ein sensationelles Rennen und 12 Monate